Leidenschaft, Emotionen und ja, absoluter geiler Verein. Früher immer noch Cristiano Ronaldo. Dynamisch, leidenschaftlich, mit viel Speed und es muss immer was passieren auf dem Platz. Als halb Italiener beides. Boah, Real Madrid. Ich bin gern unter Menschen, mit Freunden, im Café oder in der Stadt oder im Fitness. Am Meer, ganz klar. Boah, da ist so viel, das würde den Rahmen sprengen. Ich gucke, dass ich bei Zeit ins Bett komme und morgens früh aufstehe und gutes Frühstück und dann mental schon mal ein paar Szenen durchgehen vom Spiel, die dann vielleicht so kommen könnten. Ich freue mich besonders, ja, auf einen Verein mit unheimlicher Unterstützung in der Stadt, auf die Heimspiele, die dann hoffentlich bald wieder ausverkauft sein werden und ja, einfach für so einen Traditionsverein spielen zu dürfen. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich natürlich der Mannschaft meine Qualitäten mitgebe, um eine erfolgreiche Runde zu spielen und alles, was ich habe, in die Waagschale zu werfen, um hier erfolgreich zu sein. Boah, mein schönstes Profitor. Schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, gegen 1860 vielleicht. Das in der Folge plötzlich viel aktiver, auch im Spiel nach vorn. Balleroberung von Herrmann, in der Mitte verpasst Baumann, aber Kaufmann ist noch da. Die erneute Führung für Würzburg, 62. Minute. Rosbach damals, KSC war eklig oder Zuber von Hoffenheim war eklig, ja. Ja, meine Stärken sind natürlich meine Schnelligkeit, mein Zug zum Tor und ich glaube schon auch meine Persönlichkeit dann auf dem Platz, meine Leidenschaft, die mich dann schon auch trägt. Mein Lieblingsfilm, Pearl Harbor. Ja, in der Mercedes-Benz Arena beim VfB Stuttgart. Ich freue mich am meisten darauf, mir selber das zu beweisen. Da war ich schon mal und ich weiß, dass ich das kann. Das freue ich mich zu zeigen. Aber vor allem mit der Mannschaft dann wieder erfolgreich zu sein und nochmal richtig auf der Landkarte jetzt dann auch wieder drauf zu sein mit der zweiten Liga.